Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu Super Mario Land 2 6 Golden Coins. Ich habe schon ganz, ganz viele Golden Coins gefunden, aber die zählen glaube ich alle nicht. Deswegen müssen wir uns glaube ich noch ein bisschen mehr anstrengen. Wo bin ich denn jetzt hier? Ich bin wieder klein, ich habe nichts zu schießen und da kommt ein Taucher mit Kopf und zwei Füßen. Okay, das ist nicht so ungewöhnlich. Wie komme ich da hoch? Dann kann ich jetzt auch nicht so hoch springen. Wenn ich klein bin, kann ich nicht so hoch. Also manchmal verstehe ich es nicht. Drücke ich nach oben. Okay, nach oben. Naja, wie auch immer. Manchmal kann man hochspringen, manchmal nicht. Ah, Hilfe, was ist das denn für ein Ding? Da, Möhre, 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 Möhre. Hast du Möhrchen? Komm schon, ich will wissen, was Möhre gibt. Ah. Wo bin ich hier überhaupt? Im Maul des Wals vielleicht? Das könnte sein. Das ist ganz schön eklig hier. Ja, Taucher platt machen. Okay, erstmal zum Checkpoint. Sehr schön. Wow. Wie blöd von mir. Naja, ich habe ja den Checkpoint berührt. Das ist schon mal gut. Ah, oh, Fisch. Fisch darf ich nicht berühren. Alles klar. Selbst von oben nicht. Mann, ist das Spiel schwer. Denkt denn hier niemand an mich, dass ich nicht so gut bin? Na toll. Ein Pilz. Kommst du her? Ja, ich habe ihn im letzten Moment gesehen, aber da war es zu spät. Deswegen sagt man ja auch im letzten Moment gesehen. Ja, toll. Dass ich die Schildkröte jetzt heruntergetreten habe, bringt mir gar nichts mehr. Boah, das war knapp. Mann! Das habt ihr noch höchstens 1 Millimeter berührt, mehr nicht. Okay. So. Schiet auf die Münzen. Das sind ja eh nicht die Golden Coins, die wir brauchen. Na, hättest du nicht in die andere Richtung fliegen können? Boah. Komm her. Komm, 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 komm. Jetzt kommst du gleich zurück, nicht wahr? Hä? Geht das denn? So. Schön vorsichtig vorgehen. Ja, einmal auf dich hier drauf springen. Oh nein. Oh. Feuerblume. Mist. Mann, hau ab, du Viech, ey. Boah. Schnell weg hier. Oh, aber da dieses millimetergenaue Bewegen, das ist gar nichts für mich. Oh. Zumindest kann ich jetzt schießen. Das macht die Sache wenigstens ein bisschen einfacher. War's das? Levelende? Okay. Wie soll ich denn besiegen? Are you fucking kidding me? Ja, sicher! Okay, that's gotta be fun. Jetzt kriegen wir Spaß hier. Wenn ich jetzt jedes Mal von da anfangen muss, beim Endboss, wo ich absolut keine Ahnung habe, was ich tun muss, ich glaube, jetzt wird's so richtig lustig. Jetzt fängt der Spaß erst richtig an. Nee, 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 liebe Entwickler. Das ist jetzt nicht so das, was ich mir vorgestellt habe. Da sind wir dann wieder bei dem Grund, wo ich sage, deswegen habe ich nie diese Jump'n'Runs gespielt. Ja. Oh. Ich habe doch das Problem, dass ich jetzt vielleicht gleich die Feuerblumen kriege.
Gut, ich habe zumindest schon mal den Pilz. Aber ich kann nicht schießen. Obwohl, das hat mir gerade gar nichts gebracht, ne? Gegen das, weder gegen das Viech noch gegen den. Boah, jetzt ist der. Das ist aber jetzt sehr praktisch hier. Mann! Sag mal. Ich hasse die Schildkröten. Mann, ich will dich schießen können. Ja, prima, prima, prima. Super mache ich das. Mach davon mal ein Let's Play. Das wird lustig, haben sie mir gesagt. Ja. Unheimlich lustig. Zweite Episode und ich habe schon wieder den Kaffee auf. Ja, ja, komm. Ja, verdammte Ficke. So, mach den mal da hinten fertig, genau. Boah, so schwer ist der Abschnitt doch nicht. Mein Gott. Ich sehe, glaube ich, mal ein neuer Jingle fürs Handy. Klingeltönchen. Klingeltönchen. Mhm. So, komm hier. So. Ich will schießen können, das ist Mist. Ja, toll, das bringt mir soweit auch nichts. Okay, jetzt mal schön ruhig vorgehen. Oh, wieder fast da in diese verdammten... Mann! Was habe ich denn jetzt gemacht? Nein, alles in Ordnung. Kein Problem. Nichts passiert. So, komm. Schnell weg hier. Scheiß auf die Münzen. Ich kann schießen. So. Das wird dir erstmal zum Verhängnis, dass ich schießen kann. Und dann dir. Genau. Jetzt einmal... Perfekt. Gespeichert haben wir. So, jetzt geht's weiter. Okay, warum kann ich nicht immer auf den drauf springen? Ah, Mario! Och. Haben also drei Hits gereicht, okay. Boah. Ja, yeah, super. Den ersten goldenen Coin haben wir. Yippee-yay. Oh. Ich bin stolz auf mich. Okay, dann haben wir das Land wohl erreicht. Ist die Schildkröte jetzt tot? Hoffentlich. Hat auch nichts anderes verdient. So, was ist das für ein Bereich? Mario-Zone. Okay. Gibt es hier auch einen Coin zu holen? Was ist das denn hier alles? Das sieht ja wirr aus. Ach, komm her. Komm her. Kommst du her? Ne, dann halt nicht. Also wir haben schon mal einen Coin geholt. Wunderbar. Ging dann doch letztendlich relativ problemlos. Was das hier jetzt ist für ein Level, weiß ich nicht. Mann, ey, aber es war jetzt schon der erste Frust wieder hier. Wow. Gehen wir mal lieber da rein. Kann ich dich einsammeln? Nein, natürlich nicht. Wie komme ich auf so einen Quark, dass ich meinen könnte, ich könnte so einen Mist einsammeln? Es ist spitz, es hat Ecken. Sowas kann man nicht einsammeln. Ja. Aber man kann reinspringen. Das ist ganz praktisch.
Okay, die Welt hier gefällt mir mal so gar nicht, weil ich nicht weiß, wo ich hin muss, was ich tun soll, was ich hier überhaupt mache. Okay. Boah, das ist ja mal richtig ätzend hier. Und tschüss. Hoffentlich muss ich hier nicht nochmal hin. Ich sehe das als Bonuswelt an. Was sind wir denn hier? Kürbiswelt? Halloween. Naja, auf dem Friedhof. Auf dem Friedhof kann man so ein Spiel immer anfangen, klar. Ah, Hilfe. Wer bist du denn? Kann ich dir auf den Kopf springen, obwohl du ein Messer drin hast? Kann ich. Dankeschön. Okay. Jetzt was schießen könnte, wäre alles Paletti. Ach ja. Ich weiß. Aber sowas erlebt ihr halt nur auf meinem Kanal. Achtung! Typ mit einer Hockeymaske. Gehört sicherlich in so ein Kinderspiel. Das war wieder knapp. Das alles nur für ein paar Münzen. Für eine Handvoll Münzen. Also, die Münzen können wir dann ja doch sinnvoll einsetzen, indem wir uns Upgrades kaufen an diesen komischen Automaten. Aber ich bleibe jetzt erstmal hier in dieser Welt. Ich kaufe hier keine Upgrades. Ich bin einfach... Nee. Einfach sparsamer Typ bin ich. So. Mal sehen, wie lange ich diesen großen Zustand habe. Wahrscheinlich ungefähr 5 Sekunden. Nee, ich hab's geschafft. Diesmal hat mich dieses Ding nicht erwischt. Ist ja Wahnsinn. Okay. Ja, mal schön mit Ruhe. Bum, 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 bum. Zack. Und jetzt in Ruhe weiter. Was heißt eigentlich die 53 da in der Anzeige? Dieses Gesicht mit 53 mal 53 Gegner schon ermordet oder was? Ja, sieht so aus, ne? Buddy Count für Gegner. Sehr schön. Gibt's dafür dann auch Extras? Eine Möhre. Okay. Ah, okay, das ist praktisch. Das ist praktisch. La 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 la. So kann ich einfach mal hier rüberfliegen. Cool. Was gibt's hier? Mehr Friedhöfe. Bist du ein Geist? Achso, solange ich dich ansehe, machst du nichts. Ich verstehe. Ich kann dich aber wahrscheinlich nicht berühren, oder? Oh, Lex mit am A. Ach, ist auch egal. Und tschüss. Ach so. Ja, nö, das ist natürlich super wieder. Wow, weg hier. Ich hab Angst vor den Geistern. Checkpoint! Ah, Hilfe! Nehme ich mir aber mit. Ja, das war wieder meine Gier. Meine Gier. So, jetzt soll ich mal nach oben und springen. Also, nach oben und springen, dann springt man höher. Alles klar. Da geht's wieder in die komische Bonuswelt, oder? Bonusabschnitt. Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Boah, knapp. Nee. Komm hier, Pflänzchen. Du musst sowas mit mir nicht machen. Zack. Einmal weg mit dir. Klar, die Gegner werden nicht getroffen davon. Unfair. Hier kann ich nicht rein. Oh, komm schon. Gut, machen wir an der Stelle mal einen kleinen Cut für diese Episode und beim nächsten Mal sehen wir uns dann wieder und dann geht's weiter in der Pumpkin Zone mit Super Mario. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.